Für günstige FIFA-Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA-Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Juventus Turin, Leute. Weiter geht es. Champions League gegen Monaco steht an und ja, sonst Liga steht auch wieder an. Was? Jovetic hat schon 8 Treffer. Alter, what the fuck, wie hat er das gemacht? In 2 Spielen. Was ist mit dem los? Der eskaliert ja komplett. In 2 Spielen 8 Treffer. Junge, wie geht das denn? Das heißt, der hat gegen Moskau und gegen Schalke jeweils, ja, ungefähr 4 Tore gemacht. Digga, oder gegen einen 6, gegen einen 2 oder irgendwie sowas. Ey, wie kann man denn jetzt schon 8 Tore haben? Alter, das ist ja ein neuer Rekord. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Nach 2 Spielen 8 Tore in der Champions League. Ja gut, kann man mal machen, würde ich sagen. Läuft auf jeden Fall. So, wir starten erstmal hier in die neue Folge mit einer neuen Trainingseinheit. Mal schauen, wie wir mit reinnehmen hier. Wir hatten wir zuletzt Mittelfeld Bentancur noch. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Oh, Milinkovic Savic ist auf 88, habe ich gerade gesehen, hochgegangen. Sehr schmackhaft. Wen hatten wir noch mit im Training? Toyota ist eigentlich unnötig. Wir nehmen Hernandez nochmal mit reinkommen. Wir müssen ein bisschen Abwechslung reinbringen. Let's go. Das sind die ersten, die wir hier trainieren. Schauen wir mal. Keane geht hoch. Sehr geil. Hernandez ist so ein Stück vor 85, geht aber nicht hoch. Nur Keane ist hochgegangen. Naja, besser als nichts, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer, ne? Wer noch Bock hat, gerne noch meinen Shop auschecken, Leute. Für die Nice Designs in Rot, in Grün, in Blau, in Orange, als T-Shirt, als Pullover. Das Design hier gibt es auch noch. Weiß auf weiß, schwarz auf schwarz als T-Shirt und als Pullover erhältlich. Also gerne abchecken. Und ja, ihr wisst es noch, die hier, Bruder, da. Neue LED-Nice-Lampe, Handyhüllen und so weiter und so fort gibt es natürlich auch. Und wie immer gibt es zu jeder Bestellung, oder die Karten liegen hier voll falsch, Autogrammkarte noch gratis dazu, ja. Also checkt's mal gerne aus. Dann kann jeder nämlich da unterstützen mit dem Kauf. Ihr seid die Besten. Erik draußen. Dabur hat auch schon 6 Treffer. Ich meine, auch 6 Treffer ist krass nach 2 Spielen. Meine Fresse, ey. Von Salzburg. Alter, wir haben hier schon also viele Treffer hier. Na gut, jetzt müssen wir mal nachziehen, ne? So, Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Monaco. Ja, boah, wie immer, Laien werden abgelehnt. Brauchen wir gar nicht mehr annehmen, ihr wisst ja. Skriniar ist einsatzbereit, okay. Freut sich, hoffentlich im nächsten Spiel wieder zu spielen. Ja, werden wir mal sehen, ob gegen Monaco schon wieder die Zeit kommen wird für Skriniar. Ob er schon wieder spielen wird, ja, ich weiß nicht, wir müssen mal schauen, ob der wieder fit ist hier gegen Monaco. Monaco bislang 4... Vor allem haben die einmal unentschieden gespielt. Also, ich meine, okay, vielleicht haben die 3-3 oder so gespielt. Jovetic hat alle Dinger gemacht, aber da müssen die einmal richtig hoch gewonnen haben. WTF, Mann. Das ist schon ein bisschen komisch. Ohne Scheiß, wir können mal kurz die Ergebnisse anschauen. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Guck mal, die haben 2-1 gegen Schalke gewonnen und 1-1 gegen ZSKA. Hä? Digga, was ist das schon wieder für ein Karrierefail? Das macht gar keinen Sinn. Wie soll der 8 Tore? Die haben erst insgesamt 3 Tore geschossen. Monaco. Hä? Digga, was ist das denn schon wieder? Wahrscheinlich... Warte mal. Spielt der überhaupt bei Monaco? Doch, der spielt bei Monaco. Also den... Das ist ja der größte Fail, den ich jemals gesehen habe. 8 Tore, 6 Spiele, Champions League. WTF. Wie soll der denn jetzt schon 6 Spiele haben? Ich raste gleich aus. WTF, Mann, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja absolut am Failen. Ah, ich habe eine Idee. Aha, ich glaube, dass die haben die Quali dazu gezählt. Kann das sein? Es kann sein, dass Monaco Champions League Quali spielen musste. Ja, das ist ja der größte Fail aller Zeiten. Meine Güte, ey. Oh mein Gott, naja, egal, was soll's. Jetzt habe ich das Rätsel, glaube ich, gelöst. Also das Einzige, was für mich Sinn machen würde. Emre Can kommt für Pogba, der rot gesperrt ist. Cancelo kommt wieder auf rechts. Dann haben wir die Bestbesetzung am Start. Also, die können doch nicht einfach die Quali mitzählen lassen. Also das habe ich noch nie erlebt, ey. Naja, wollte schon sagen. Also als wenn er jetzt schon nach 2 Spielen 8 Tore macht. Das ist ja gar nicht möglich. Aber das heißt, es ist nicht möglich, ist schon möglich, aber ziemlich, ziemlich unwahrscheinlich. Also das ist wieder so ein Karriere-Fail, da denke ich mir wieder, Alter. Naja, ich hoffe, Jovetic trifft jetzt nicht gegen uns hier 8-mal. Hat er nämlich schon 16 Treffer. Mbappé mit dem 1-0 nach 15 Minuten. Glick holt sich in der 8. direkt mal ganz schmackhaft in die gelbe Karte ab. Erste Halbzeit ist over. Es bleibt zunächst beim 1-0, ist in Ordnung, aber so ein 2-0 wäre schon ganz saftig. Danach noch hier einen nachzulegen wäre schon gut, dann ist das Ding nämlich höchstwahrscheinlich durch. Nicht jetzt spät einen Ausgleich kassieren, bringt das Ding irgendwie über die Zeit, Jungs. Jawohl, 90 Minuten gespielt, 1-0, knappes Ding, aber
Sieg ist Sieg, würde ich sagen. So, Pressekonferenz steht an. Sampdoria werden wir verunsichern hier. Zack, Dybala. Und ja, Dybala bedankt sich nur bei uns. Sperre ist abgelaufen. Paul Pogba ist wieder fit. Leihangebot für Bruno. Ja, das war das alte. Aber ich werde auch, glaube ich, keine Leihangebote mehr mit Bruno annehmen, weil der Typ lehnt ja, oder der werden eh mal wieder abgelehnt. Naja, die Tabelle ist sehr... Boah, Alter, die Tabelle ist richtig knapp. Neapel 20 Punkte. Schon wieder ein Leihangebot für Bruno. Wir werden es einfach annehmen, aber nein. Ach, jetzt habe ich es abgelehnt. Ja, ist auch scheißegal. Wäre ja eh nichts bei rumgekommen, von daher egal. Die Tabelle ist richtig knapp. Neapel 20, wir 19, Inter 19, AC 18. Also alle Top-Vereine so weit oben habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Auch in Real Life nicht mehr. Also von daher, aber wo ist Rom denn? Wo ist ein AS Rom auf 8? Lazio auf 12 nur. Benevento mit 2 Punkten auf Platz 20 bislang wieder. Ja, die steigen aus Safe direkt wieder ab, Benevento. So, ab geht's. Nächstes Ligaspiel gegen Sampdoria. Alle fit. Paul Pogba kommt allerdings wieder rein. Bestbesetzung wollen wir natürlich wieder hier an den Start bringen. Emre Can auf die Bank. Skriniar ist auch wieder fit. Kommt wieder rein. Romagnoli kommt allerdings auf die Bank für De Ligt erstmal. Bernardeschi muss eigentlich auch mit auf die Bank. Und zwar für Keen. Ja, so machen wir es ganz erstmal. Haben wir die Bestbesetzung zurück. Alle sind wieder fit. Keiner verletzt. Stand jetzt. Skriniar war verletzt. Bernardeschi war verletzt. Sind beide wieder auskuriert. Sind beide wieder fit. So wie das sein muss. Ab geht's gegen Sampdoria. Schauen wir mal, wie es läuft. Zuletzt 2-0 gegen Benevento gewonnen. Oh, 0-0 gegen Bologna und einmal verloren. Also ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Und Milinkovic nach 6 Minuten mit dem 1-0. Umtiti 12 Minuten später in der 18. mit der gelben Karte. Mbappé legt 11 Minuten später nochmal nach mit der zweiten gelben Karte des Spiels. Aber kurz vor der Halbzeit, um genau zu sein, 3 Minuten in der 42. Mbappé da mit dem 2-0. Bernardeschi kommt für Icardi kurz nach der Halbzeit. Silva holt sich auch noch gelb ab. 2-1 in Sachen für gelbe Karten, gewinnen wir auch noch das ganze Ding hier. Und Mbappé, Doppelpack, 13-0 in der 80. Also nicht nur in Sachen gelben Karten haben wir gewonnen, auch in Sachen Toren. 13-0 geht's aus. Boah, wichtiger Sieg. Ich muss sagen, die Saison läuft eigentlich so, wie ich es mir vorstelle bislang. Wir haben am Anfang ein bisschen geschwächelt, aber mittlerweile würde ich sagen, sind wir relativ gut drin, ne? Ja, eigentlich schon. Läuft momentan eigentlich gut. Champions League, glaube ich, jedes Spiel gewonnen. Kann das sein? Ich glaube, Champions League, 3 Spiele, 9 Punkte. So muss das sein. Junge, Hernandez. Der Typ ist wirklich so ein kleines Stück vor 85 und trainiert wieder eine 6. Das kann doch nicht sein Ernst sein, Mann. Das geht, Digga. Und Ferrari ist auch so ein Stück vor 75. Meine Güte. Was ist denn hier schon wieder los? Unfassbar schon wieder. Naja, kann man nichts machen. Leihangebot für Gru. Ah, ne, das haben wir abgelehnt. Das ist auch vorbei hier. So, wir packen das mal alles jetzt weg. Piazza wurde verkauft. Skriniar, zack. Wir müssen mal hier. Ich hatte gefühlt 8 Nachrichten hier über Leihangebote von Bruno. Und immer ist der geblieben, Mann. Egal. Was soll's. Haben wir schon gegen Neapel gespielt? AC Mailand besiegt Rivalen mit 13-0. Könnte gegen Inter gewesen sein. Ich weiß es nicht. Monatliches Scouting-Update ist da. Wie immer wahrscheinlich kein Megatalent dabei. Oh, das sieht auf den ersten Blick vernünftig aus. Nehmen wir erstmal mit. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. 68 bis 48 bis 60. Na, geben wir auch mal eine Chance. Wir müssen ja dem einen... okay. Ja, das hier ist nicht schlecht, Mann. Das ist so die Spieler, die ich haben will. 94er Potenzial, 64 Gesamtrating. Die pendeln sich dann irgendwo dazwischen ein. Der hier hat halt nur 58 Gesamtrating. Der lohnt sich, ehrlich gesagt, auch nicht so wirklich. Na, der eine war nicht schlecht. Den werden wir gleich mal abchecken. Der Rest, naja, war wieder nicht so mega geil. Der ist halt auch 64, aber nur 56 Gesamtrating. So bringt uns auch nicht weiter, wenn man ehrlich ist. Ist auch nicht so nice. Der hier, einigermaßen Franzose, geht immer klar, nehmen wir mal mit hier. Franzosen, der hat halt 64, nur 52 Gesamt, aber halt 94 Potenzial. So. Ja, Digga, wie lange sollen wir den trainieren, ey? 8 Jahre. Da ist FIFA 25 schon am Start, wenn der auf 94 ist. Deswegen muss los, den nehmen wir nochmal mit hier. Ah, jetzt müssen wir einen feuern hier. Dann lassen wir es erstmal. So, hier ist dieser Costa. Ja, aber warum hat der auch wieder nur 86 Potenzial, Mann? Das gibt's doch nicht. Der hier auch nur 87 Potenzial. Hat der auch nur 85, Mann. Die haben alle nur ein 80er Potenzial im Endeffekt. Das Ding ist, ich will halt immer 60er Spieler haben. Der hat halt 62 Gesamt, aber dann wieder alle 60er Spieler haben nur ein Potenzial bis 80. Das ist doch auch wieder... Der hier. Aha. Milo. Yannick Milo immerhin bis 90. Das geht einigermaßen klar fürs ZM. Werden wir mal schauen. Den Rest werden wir erstmal weiterhin beobachten. Also... Das sind die Jugendspieler eigentlich ohne Scheiß. Genua ist interessiert, Michele Bruno auszuleihen. Nehmen wir an, wird eh ablehnen.
absolut unnötig. Monatsbericht der Jugendmannschaft ist auch da, haben wir ja gerade gesehen. Sah nicht so vielversprechend aus, wenn man ehrlich ist. Okay, ab geht's. Nächstes Spiel gegen Udinese. Danach müsste es wahrscheinlich in der Champions League weitergehen, oder? Yep, gegen Monaco ist Rückspiel. Und dann ein Spiel gegen Torino und dann schon wieder Länderspielpause. Die internationalen Testspiele stehen an. Ab geht's gegen Udinese. Let's go. 2-1 gewonnen. Zuletzt ja, zwei Siege, eine Niederlage gegen Sassuolo, aber zuletzt dann zweimal gewonnen. Schauen wir mal, dieser Teodoricic ist gar nicht so schlecht. Mein guter Stürmer Janko, auch gar nicht so schlecht. Ein paar gute Spieler sind dabei, muss man sagen. Berami nur auf der Bank. Okay, na gut für uns. Scufé, der Torwart ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob der dieses Jahr noch so heftig ist. Der war in den letzten Jahren eigentlich immer ein ganz gutes Talent. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist. Ich glaube, dieses Jahr ist nicht mehr ganz so heftig. Dybala spät in der 67. mit dem 1:0. Und dabei könnte es auch bleiben. Dabei könnte es nicht nur bleiben, dabei bleibt es. 1:0 gewonnen durch das Tor von Paolo Dybala in der 67. Bernardeschi kam noch für Icardi, nur ein Wechsel. Dabei blieb es dann. Aber die nächsten drei Punkte sind eingefahren. Es bleibt also weiter entspannt, wenn Neapel wieder gewonnen hat. Wir gehen in die nächste Trainingseinheit vor dem Champions-League-Spiel. Hernandez ist endlich hoch auf 85. Ferrari ist auch hoch auf 75. Nice. Und Sancho ist auch noch hochgegangen auf 81. So will ich das Ganze noch haben. Sehr, sehr nice, Leute. Das war es erstmal von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Morgen geht's weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Checkt noch meinen Shop aus. Nice Designs in Rot, in Blau, in Orange, in Grün. Als T-Shirt, als Pullover. Die neuen Nice Designs noch. Schwarz auf Schwarz, Weiß auf Weiß Design. Auch als T-Shirt und als Pullover erhältlich. Also gerne abchecken. Wie immer, ihr wisst es noch. Die neue Nice LED-Lampe. Nice Handyhüllen gibt es auch noch. Und wie immer gibt es zu jeder Bestellung noch von mir eine gratis Autogrammkarte zur Bestellung dazu. Ja? Also gerne abchecken. Danke an jeden, der mich damit im Kauf unterstützt. Ihr seid die Besten. Wir sehen uns dann ja, heute, morgen. Wann auch immer ihr das Video schaut, wieder. Ich weiß es ja nicht. Haut da rein. Bis zur nächsten Folge und...